Mein Name ist Jürgen Pilipp, ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder und dieses Jahr werde ich 50 Jahre alt. Ich bin hier in Mörndorf aufgewachsen und ich darf auch hier arbeiten. Zusammen mit meiner Frau führe ich unseren Handwerksbetrieb für Sanitär, Heizung und Elektroinstallationen. Derzeit sind wir ca. 45 Mitarbeiter, davon 5 Auszubildende. Mir liegt unser Mörndorf sehr am Herzen. Die Basis dafür ist ein gutes, einvernehmliches und wertschätzendes Miteinander aller Bürger. Der Gemeinderat schafft die Rahmenbedingungen dafür und entwickelt diese kontinuierlich weiter. Es gilt hier, den Rahmen für ein intaktes Vereinsleben zu bieten, zum Beispiel Räume zur Verfügung stellen, finanzielle Unterstützungen zu geben, Feuerwehren so auszustatten und zu fördern, dass die Ehrenamtlichen für uns all ihren Einsatz tätigen können. Grundlagen zu schaffen, dass die Kleinsten als auch die Ältesten unter uns Möglichkeiten haben, gut betreut zu werden und möglichst lange und unbeschwert in Mörndorf leben können. Ebenso gehört dazu, mittelfristig Möglichkeiten zu schaffen, die vorhandenen Arbeitsplätze in Mörndorf zu halten, den Unternehmen Perspektiven zu geben, sich hier entwickeln zu können und auch neue Betriebe zu motivieren, sich hier anzusiedeln. Durch eine vernünftige Bauentwicklung den Wohn- und Lebensraum zu schaffen, den es für Mitbürger reizvoll macht, hier zu bleiben und auch hierhin zu kommen. Und dies immer mit der Maßgabe der Nachhaltigkeit, von Energieeffizienz und einem langfristig ausgelegten ökologischen Rahmen. Ein guter ÖPNV gehört genauso dazu wie sichere Radwege in alle Richtungen. Mein Ziel ist es, durch meine Mitarbeit im Gemeinderat, dies künftig für alle Mörndorfer und Kleinseebacher verantwortungsbewusst mitzugestalten, an den Punkten der Umsetzung mitzuarbeiten, dass auch Mörndorf künftig für alle attraktiv und lebenswert ist.